Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Coincheck mit der nächsten Marktübersicht und Analyse. Bevor es losgeht, einmal die Auflösung zum Gewinnspiel vom letzten Video. Ich werde wieder Merch verschenken. Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst meinen Kanal abonnieren, die Glocke am besten daneben aktivieren, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst und dann einen Kommentar mit eurer Merch-Adresse schreiben. Ihr könnt gerne auch Fragen stellen, die werde ich dann, wenn ihr dann hier gepickt werdet, beantworten zum nächsten Video und dann halt im nächsten Video das Gewinnspiel wieder auflösen. Heutiger Gewinner ist Tron. Ich denke, dass der Bitcoin bis zum Ende 2018 locker die 150.000 erreichen wird. Ambitioniertes Ziel für Ende 2018 bleibt natürlich spannend ab zu beobachten. Also hodeln, ja. Wer die Strategie gefahren hat in den letzten Jahren, ist natürlich sehr gut gefahren. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn es so weitergeht. Schauen wir mal. Also, wenn ihr mitmachen wollt, Kanal abonnieren, Merch-Adresse in die Kommentare posten und vielleicht noch eine Frage stellen oder irgendeine Anregung oder Vorschlag für Coin-Analysen einfach in die Kommentare schreiben. Und viel Spaß jetzt bei der Marktübersicht und Analyse. Ja, das heutige Market Cap liegt heute bei 568 Milliarden US-Dollar. Die Bitcoin-Dominanz ist weiter am Sinken, 43,4%. Hier haben wir mal einen Chart von der Bitcoin-Dominanz. Man sieht das Tief von ungefähr 38-37% hier Mitte Juni kann erreicht werden, wenn es so weitergeht. Na klar, es kommen immer neue Altcoins dazu, die natürlich diesen Wert auch verfälschen. Das liegt nicht in erster Linie daran, dass der Bitcoin Schwaches im Gegensatz zu den Altcoins, sondern einfach, dass immer neue Altcoins in den Markt kommen und die Marktkapitalisierung dadurch vergrößern der Altcoins. Also im Moment aber trotzdem Altcoins auf jeden Fall stärker unterwegs als der Bitcoin. Der Bitcoin im Moment bei 14.760 700 Dollar, minus 7% circa in den letzten 24 Stunden. Man sieht hier, der Markt ist auf jeden Fall in einem Abwärtstrend. Kein starker Abwärtstrend, jedoch sieht man auf jeden Fall, dass hier viele Coins im Minus sind. Einige stechen da raus, wie zum Beispiel Ripple, 10% im Plus in den letzten 24 Stunden. 1,43 $, Ethereum bei 740 Dollar, Cardano 40 Cent knapp, IOTA 3,50 $, EOS 9,60 $, Verge ist heftig gesunken von ungefähr 25 Cent auf 12 Cent. Der Hype scheint da ein bisschen vorbei zu sein. Da kamen auch ein bisschen schlechte Neuigkeiten bzw. Gerüchte im Internet auf, dass dort die Entwickler gar nicht mehr mit dem Marketing-Team kommunizieren seit 2 Monaten und dass da dieses Wave-Protokoll, was diese Woche erscheinen sollte, gar nicht kommen soll. Muss man mal abwarten, ob das dieses Jahr noch passieren soll bis Neujahr. Angeblich soll es kommen, laut Twitter und einigen Insidern, aber bleibt auf jeden Fall auch sehr viel Spekulation und sehr viel Angst auch darüber, dass die Gerüchte stimmen könnten. Deswegen auf jeden Fall hier der starke Absturz um ungefähr 50% seit dem Allzeithoch. Der Bitcoin ist auf jeden Fall in einer Position, die sehr spannend jetzt ist. Es kann sich auf jeden Fall in dem Bereich, in der sich jetzt entwickelt, sehr spannende Szenarien entwickeln. Das wollen wir uns jetzt in den Charts mal anschauen und fangen wir jetzt sofort an. Ja, wenn man sich jetzt mal den Bitcoin-Chart mal näher anschaut, dann sieht man, der zieht gerade ein bisschen zurück. Wir hatten ja vor ein paar Tagen dieses Tief bei 11.100, vielleicht 200, 11.200 Dollar ungefähr. Da kam dieses riesige Volumen rein, wo die Kaufkraft so stark war, dass viele Leute nachgekauft haben oder neu eingestiegen sind, dass es komplett von dort abgeprallt ist. Und jetzt ist es halt so, dass es so aussieht, als würde der Kurs halt wieder dorthin sich zurückziehen. Und da muss man jetzt natürlich sehr aufpassen. Es kann in zwei Richtungen von dort aus gehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn wir da runterkommen, und es kann halt zwei Möglichkeiten geben. Entweder wir prallen wieder von hier ab. Das nennt man einen Retest, dass eine Unterstützung zweimal getestet wird. Dann ist es halt wichtig, dass hier dieses Hoch von gestern, vorgestern überboten wird. Wenn das passiert, dann ist das ein super Signal dafür, dass wir wieder sehr stark bullisch unterwegs sind.
Aber wenn das jetzt hier nicht passiert und der hier diese Unterstützung bricht, das kann auch vorkommen, dann habe ich auch im letzten Video schon gesagt, ist die nächste Unterstützungslinie sehr weit entfernt. Und wenn man uns das mal anschaut, die nächste Unterstützung wäre bei 7400, 7500 um den Dreh. Vom jetzigen Kurs angesehen wären das fast zwischen 45 und 50%, die dann nochmal ein Absacker wäre. Das wäre sehr gefährlich. Da muss man auf jeden Fall sehr drauf achten. Und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen langfristiger den Chart mal anschaut, ich benutze ja sehr gerne den Fibonacci Retracement. Und wenn man diese Rallye, die der Bitcoin in den letzten 18 Monaten ungefähr hinter sich hat, ist natürlich Wahnsinn. Es waren zwischendurch immer mal wieder ein paar Korrekturen dabei, aber es ging eigentlich kontinuierlich nach oben. Und wenn man sich mal das Fibonacci Retracement zwischen 2016, Mitte 2016 bis zum Allzeithoch setzt, dann sieht man diese wichtige Linie beim Fibonacci Retracement, die 0,618 Linie, ist ungefähr auf der gleichen Höhe wie diese zweite Unterstützung. Das heißt, wenn die Unterstützung von den letzten Tagen durchbrochen wird, kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass wir auf jeden Fall hier in diese 7500 bis 8000 Dollar Bereich reinkommen können. Ist auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten. Ich habe in den Kommentaren von euch gelesen, dass viele sehen den Bitcoin für 2018 sehr hoch. Ich könnte mir aber vorstellen, dass, also wenn es runtergeht, dass wir erstmal eine sehr starke Korrektur haben. Es wird sehr viel davon abhängen, ob diese Unterstützung gebrochen wird oder nicht. Falls ja, dann sehen wir auf jeden Fall eine sehr starke Korrektur nochmal. Danach kann es natürlich wieder sehr hoch gehen. Ich sehe Bitcoin immer noch langfristig sehr gut und immer noch sehr viel Potenzial hinter. Das ist meine Meinung. Aber was ich mir auch vorstellen kann, nachdem das hier abgeprallt ist und die Unterstützung nicht durchbrochen hat, kann es auch mal sein, dass wir hier so einen Seitwärtstrend hier haben. Das könnte auch mal vorkommen. Das hatten wir sehr lange nicht mehr beim Bitcoin. Seit 1,5 Jahren geht es nur nach oben. Vielleicht kommt es mal vor, dass ein paar Monate ein Seitwärtstrend vorhanden ist. Falls dies der Fall sein wird, wäre das natürlich ein super Zeichen für die Altcoins. Die hätten natürlich dann sehr viel Potenzial auch dann nach oben zu gehen, wenn der Bitcoin halt nicht so stark ist. Auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten. Nächste Tage werden auf jeden Fall mal richtungsweisend sein, wie das Jahr 2018 starten wird. Sehr spannend zu beobachten. Haltet auf jeden Fall ein Auge in diesem Bereich hier, wie sich das hier weiterentwickelt. Die Unterstützung von 11.100 bis 200 sollte auf jeden Fall nicht signifikant durchbrochen werden. Falls ja, dann sehen wir auf jeden Fall eine sehr starke Korrektur. Falls nicht, können wir dann halt von dort abprallen und schauen wir mal dann, wie es dann weitergeht. Bis dahin ist aber auf jeden Fall noch Zeit. Das kann noch Tage oder eine Woche oder vielleicht noch länger dauern, bis sich das hier rausstellt. Ja, wie schon gerade in der Marktübersicht erwähnt, Ripple sehr stark unterwegs. Wir sehen hier, der hat sein Allzeithoch nochmal ein bisschen übertroffen. 1 Euro, 1,41 Dollar ist jetzt das Allzeithoch. Konnte den aber noch nicht komplett durchbrechen, sodass er noch auf höhere Allzeithochs hier kommen kann. Das Einzige, was mich hier im Moment stutzig macht, ist das Volumen. Es ist immer traditionell so, dass das Trading-Volumen, vor allem auch bei normalen Aktien und normalen Trading-Bereichen, zwischen Weihnachten und Neujahr sehr gering ist. Deswegen darf man sich da nicht in die Irre führen lassen. Muss man mal abwarten. Ab Mitte Januar oder Anfang Januar fängt dann wieder der Großteil der Trader an, wieder in den Markt zu steigen. Deswegen ist im Moment das Volumen so niedrig. Man sieht hier, nach unten schlägt es immer nach aus zum gleitenden Durchschnitt. Wäre natürlich gut für Ripple, wenn er hier das Allzeithoch mal ein bisschen signifikanter durchbrechen kann. Dann kann man auf jeden Fall mal noch höhere Allzeithochs sehen. Wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Der Trend ist auf jeden Fall sehr schön hier zu sehen in den letzten 3 Tagen. Vor allem, wenn man jetzt hier mal in den 4-Stunden-Chart reingeht, dann sieht man, dass auch hier die gleitenden Durchschnitte schön mitlaufen und der Ripple auf jeden Fall auf dem Weg nach oben ist. Man sieht auf jeden Fall auch hier, dass hier auf jeden Fall dieser Widerstand ist. Der hat den zwar ein bisschen durchbrochen, aber halt nicht so stark, dass er halt da komplett drüber schießen konnte.
Wäre natürlich, wie gesagt, cool, wenn er da drüber kommt. Bleibt auf jeden Fall spannend, auch das zu beobachten, ob das auch passiert. Im Moment sieht es sehr danach aus, als würde er nach oben ziehen. Und wenn ja, muss man dann halt auch gucken, wie hoch der dann zieht. Für Ripple auf jeden Fall, wenn der Markt so schwach ist und wenn ein Coin dann immer noch dagegen hält, das ist ein sehr gutes Zeichen. Ja, haltet das auch noch auf dem Schirm. Spannend zu beobachten. Bei IOTA sehen wir im Moment einen Abwärtstrend. Zum Moment bei 3,46 $. Hat hier im 4-Stunden-Chart schon alle gleitenden Durchschnitte durchbrochen. Ist auf jeden Fall ein Abwärtstrend zu sehen. Der war ja hier wieder beim Allzeithoch bei ungefähr 5,80 $. Ist aber, konnte das leider nicht bestätigen, ist dann halt von dort runtergefallen. Und wir sehen hier, wie vor ein paar Wochen oder vor einer Woche war das, sehen wir hier sehr schön, dass hier ein Abwärtstrend vorliegt. Wäre natürlich wieder sehr gut, wenn er den durchbrechen könnte. Dafür müsste er erstmal die gleitenden Durchschnitte wieder durchbrechen nach oben hin. Und dann könnte man sich auch vorstellen, wenn hier das zum dritten Mal getestet wird, wie auch beim Bitcoin, wie ich gerade gesagt habe, ist ein Retest passiert. Diesmal bei IOTA halt nach oben, ein Retest des Widerstands, konnte den halt nicht durchbrechen, richtig. Und wenn es halt dann nach oben irgendwann mal geht und der zum dritten Mal dahin kommt, dann könnte es sein, dass er den durchbricht. Auf jeden Fall auch spannend zu beobachten. Auch hier sehr geringes Volumen in den letzten Stunden und Tagen. Wie gesagt, zwischen Weihnachten und Silvester ist da ein bisschen weniger los. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch die Charts mal näher anschauen. Dann habt ihr auch eine gut bessere Grundlage dafür, wenn es wieder richtig losgeht. Ja, wie auch schon in der Marktübersicht erwähnt, Verge, ein großes Thema, vor allem in den sozialen Medien, auf Reddit, auf Twitter. Liest man sehr viel im Moment, da sind halt wie gesagt die Gerüchte im Umlauf, dass da die Kommunikation zwischen Entwicklung und Marketing nicht vorhanden ist und dass das alles ein Bluff ist, dass das Wraith-Protokoll noch dieses Jahr kommen soll. Man sieht, was mit dem Kurs gemacht hat, da ist auf jeden Fall sehr viel Unsicherheit auf dem Markt, klarer Abwärtstrend von, wir waren knapp bei 30 Cent, wenn man sich das mal jetzt anschaut, wie viel das im Minus ist, sind 60% im Minus. Deswegen muss man halt auch immer aufpassen, dass man nicht auf so einen Hype aufsteigt. Wenn das Wraith-Protokoll rauskommt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das Allzeithoch auch geknackt wird. Wenn es kommt, bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Viele Tage bleiben nicht mehr, sind nur noch 3, 4 Tage bis Silvester. Und wenn es halt bis dahin auch nicht rauskommt, dann werden auch noch mehr Leute aus Verge, glaube ich, rausgehen, weil dann auch das Vertrauen dann halt komplett gebrochen ist, weil das Wraith-Protokoll eigentlich schon seit längerem draußen sein sollte. Auch diese Sachen sind sehr wichtig, nicht nur die Chartanalyse natürlich. Hier auf jeden Fall auch bei Verge die Unterstützung bei ungefähr 8 Cent. Die sollte halt nicht durchbrochen werden. Wenn halt das Wraith-Protokoll nicht kommt und der den durchbricht, dann kann es halt auch ganz schnell noch weiter runtergehen. Auf jeden Fall ist da Vorsicht geboten. Ja, falls euch das Video gefallen hat und die Analyse euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Falls ihr beim Verge Gewinnspiel mitmachen wollt, wie gesagt, Abo dalassen, am besten die Glocke aktivieren, einen Kommentar mit eurer Verge-Adresse posten und dann seid ihr schon am Teilnehmen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.